Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Was ich ganz häufig gefragt werde, wo kommt denn das Delay hin? Wo kommt denn der Reverb hin? Kommt das vor den Amp? Kommt das in den Einschleifweg? Oder wie mache ich das? Oder wie funktioniert das? Ja? Deswegen ist das Thema der heutigen Lektion, beziehungsweise der heutigen Lektion des heutigen YouTube-Videos, ist, wo kommen denn idealerweise die Effekte hin? Und da gibt es drei Kategorien. Die einen müssen vor den Amp, die anderen müssen in den Einschleifweg und bei noch einer dritten Kategorie ist es egal. Und Geschmackssache. Okay, fangen wir der Einfachheit halber bei den Effekten an, die in den Einschleifweg müssen. Und ich erkläre dir auch gleich, warum die in den Einschleifweg müssen. Erstmal habe ich hier, um dir das zu zeigen, X-Edit von meinem Fractal Audio XFX3 offen. Das ist aber egal, ja. Ich zeige dir das nur, weil ich das hier anschaulich einfach machen kann. Ich könnte es dir auch am echten Amp zeigen, allerdings wird mich dann das Video einen Tag kosten, weil ich alles irgendwie verkabeln muss und das brauche ich nicht, weil hier, na, du siehst jetzt hier, du hast hier in 1, da geht meine Gitarre rein, ja, und dann ist hier ein Kabel gelegt, das geht zum Amp und das geht hier zum Lautsprecher und dann geht das raus zu Out und genau das Out hörst du praktisch. So, ich mache mal, um die Leute nicht zu verwirren, normalerweise kommt ja das am Schluss mit dem Kabinett, deswegen mache ich das jetzt mal hier auch an den Schluss, um dich nicht zu verwirren. Ja, weil in der echten Welt ist der Einschleifweg ja von dem Röhrenverstärker zum Beispiel, ist ja vor dem Cabinet, also vor der Lautsprecherbox. So, das habe ich gesucht. Gut, also was muss in den Einschleifweg? Und um das genauer zu definieren, es geht eigentlich nicht wirklich um den Einschleifweg, es geht um die Verzerrung. Wenn du einen Clean Sound hast, ist es gerade ziemlich egal, wenn der Amp relativ wenig komprimiert. Wenn du aber einen verzerrten Sound hast, so wie ich jetzt hier, ist es nicht egal. Dann müssen nämlich Reverb und Delay unbedingt in den Einschleifweg hinter die Verzerrung. Und da gibt es jetzt sogar noch was Spezielles zu beachten. Nehmen wir an, du hast einen Marshall Plexi, so wie ich jetzt hier einen SV20H habe von Marshall. Der verzerrte Sound dieses Amps ist kombiniert aus Vorstufenverzerrung und Endstufenverzerrung. Und ich glaube sogar der größte Teil ist die Endstufenverzerrung. Dieses Teil hat einen Einschleifweg. Trotzdem, wenn du da jetzt einen Reverb oder einen Delay reinmachst, also ein Hall oder ein Echo, klingt das grauenvoll. Und da hast du dann halt ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum ich hier so einen Aufwand treibe bei mir im Studio. Ich habe nämlich da eine Oxbox angeschlossen, einen sogenannten Attenuator, der praktisch den Sound vom Amp nimmt, den lauten Sound, der eigentlich an die Box geht, also die Leistung, volle Leistung, reduziert die Leistung und schickt mir das Ganze hier auf meine Studiomonitore. Und da mache ich praktisch Reverb und Delay hinter der Oxbox, beziehungsweise die Oxbox macht es für mich. Ja? Das heißt, es ist nicht ganz so einfach und es sollte auf jeden Fall komplett hinter der Verzerrung sein. Und wenn du halt ein Amp hast, wo die Endstufe viel verzerrt, auch zum Beispiel bei Fender-Amps, wobei die meistens auch keinen Einschleifweg haben, ja, dann ist das halt ein großes Problem. Und deswegen spielen auch viele Leute Pedalboards, wo die Verzerrung auf dem Pedalboard gemacht wird, damit die Verzerrung vor dem Delay und vor dem Reverb ist. Letzter einmal, bevor ich es dir endlich zeige. Es gibt Sounds, zum Beispiel von The Edge von U2, wo man einen Reverb oder einen Delay vor dem Verzerrer nimmt und das ganz spezielle Sounds macht. Das meinen wir jetzt hier nicht. Wir meinen die 99% der anderen Anwendungen. Okay, so. Ich mache das jetzt mal und mache einen Hall hier an den Schluss. Da wähle ich mir jetzt, um das ein bisschen zu beschleunigen, einfach mal mein Preset aus, was ich dafür gemacht habe. So. Und jetzt hörst du mal. Ja, klingt super. Jetzt mach ich es nochmal aus. So klingt es ohne Hall. Und wieder mit. So, damit du den jetzt mal deutlicher hörst, mache ich mal den Mix hier nicht auf 10%, sondern auf 20%. Nicht 209, 20. Das hast du einen sehr lauten Hall, ja? Und jetzt setze ich mal den Hall vor den verzerrten Amp, okay? Das kann ich hier einfach so machen. So, hörst du jetzt, warum man den Hall nicht vor den Amp setzt? Es sei denn, du willst natürlich so einen Sound haben. Es kann ja sein, dass du den Effekt mal willst, so, ja, aber normalerweise halt nicht. Normal soll es so klingen.
Na, also, Hall in den Einschlafweg bzw. hinter die Verzerrung. Wenn du jetzt ein Pedalboard hast und du hast den Amp clean eingestellt, wirklich clean, und du hast halt einfach den Reverb dann hinter deinem Verzerrer, ist es auch okay. Hier ist das Beispiel, ne? Also ob jetzt Einschlafweg oder so, bedeutet hinter die Verzerrung. So, genau das gleiche, nicht ganz so extrem, aber mit Delay. Ich lege hier ein Delay rein. Das mache ich einfach mal hier. Genau das hier. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Das hier will ich. Oder weißt du was? Ich zeige dir das mal mit dem Brian May Delay. Das Brian May Delay hat mir der liebe Frank Rohles gezeigt, der auch in meinem Kurs gefeatured wird übrigens, in dem XFX3 Kurs. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe nämlich einen neuen Kurs zum XFX3, FM3 und FM9, wo ich praktisch dieses Gerät bis ins letzte Detail erkläre in 19 Stunden Videospielzeit. Ja, das habe ich alles aufgenommen. 58 Lektionen und der ist ab sofort erhältlich, findest du unten in der Beschreibung. Egal. Also da in diesem Kurs hat mir der Frank Rohles gezeigt, wie man mit einem Fox AC30 einen richtig geilen Brian May Sound macht. Also innerhalb von dem XFX FM3, FM9. Und der hat mir auch gezeigt, wie man das Brian May Delay einstellt. Und zwar ist das ein Dual Delay, das heißt ein komplett getrenntes, sind zwei Wiederholungen. Das erste ist auf 800 Millisekunden, die erste Wiederholung. Und die zweite ist auf 1600 Millisekunden, also genau doppelt so lang. Und dann wird das erste hart nach links gepannt und das andere hart nach rechts gepannt. So, damit das funktioniert, muss ich Cap nach vorne schieben. Mach dir keine Gedanken drüber. Und dann klingt das so. Ah ja, genau. Und es fehlt noch was. Ne, nicht Level. Pan. Pan war schon richtig. So, und Feedback ist auf 0. Das heißt, dass nur einmal das kommt, ja. Und Mix ist auf 50%. Feedback auf 0. Also eine Wiederholung. Feedback auf 0 ist eine Wiederholung. So, und jetzt hörst du, da kommt ja immer noch eins. Das muss auch noch auf 0. Komm, 0. Zack. So, jetzt hast du das Prime Delay. Da kann man dann solche Sachen mitmachen. So, das war jetzt hinter dem Amp, wo es hingehört. Brian May, bei dem ist das praktisch, die Mikros nehmen den Amp ab und das kommt dann praktisch hinter den Mikros, ja, weil ja sein Amp auch Endstufenverzerrung hat. Also das ist ein sehr komplexes Setup bei ihm. Warum? Deswegen. Hör mal jetzt. Furchtbar. Ja, jetzt weißt du, warum ein Delay nicht vor die Verzerrung soll, sondern immer hinter die Verzerrung. Und zum Beispiel auch beim Brian May Sound, ja, der ja den Vox voll aufreißt und der Vox praktisch auch meistens nur eine halbe Show hält oder drei Shows, wenn er modifiziert ist. Ja, da ist die Verzerrung halt auch in der Endstufe drin und der hat ja, glaube ich, eh keinen Einschlafweg. Insofern muss er das praktisch hinter das Mikro, was den Amp abnimmt, wo dann das Publikum hört, da hinten dran muss praktisch das Delay. Sehr komplexes Setup. So, wir können es einfach so machen. Zack. So, das war Kategorie 1. Die müssen hinter die Verzerrung. Und das ist für mich Delay und Reverb und alles, was damit zu tun hat. Plex-Delays, Shimmer-Verbs und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir die müssen vor den Amp. Allen voran, wo wir jetzt gerade beim Brian May Sound waren, Treble Booster, Verzerrbooster jeglicher Art, ja, also Tube Screamer, generell Verzerrer, Fasspedale. Und zu Fasspedale und Treble Booster gibt es noch was Spezielles. Ein Fasspedal muss immer das erste sein, was die Gitarre sieht. Das hat was mit Ohmzahl zu tun und Impedanz. Vergiss es einfach, ist egal. Das Fasspedal muss das erste sein, was die Gitarre sieht. Genau wie beim Treble Booster. Der Treble Booster muss das erste sein, was die Gitarre sieht. Also Kabel raus, rein in den Treble Booster.
Keine Umwege, nix vorher noch ein Kompressor, nein. Treble Booster und Fasspedale brauchen unbedingt direkt das Signal der Gitarre und das hat was mit Impedanz und Ohmzahl zu tun. Mehr sage ich dazu nicht, mach es einfach, anders klingt es halt kacke. Gut, und dann alle möglichen Drive-Pedale. Ja, ich meine, theoretisch kannst du die auch in den Einschlafweg machen, das wird halt einfach nur nicht gut klingen. Ich mach's ja mal vor, wir machen mal einen cleanen Amp hier. Cleaner Amp, was nehme ich? Fender Deluxe. Fender Deluxe Normal. Clean Amp. Delay aus, bitte. Delay aus. Und hier ein ordentliches Cap. Dann nehmen wir mal ein. Ach, und Deluxe Cap wahrscheinlich, oder? Deluxe Verb. Den da. Ja. So, jetzt habe ich hier einen schönen Clean Amp, ja? Und jetzt nehme ich hier mal ein Verzerrpedal. Irgendein Verzerrpedal. Irgendeins. Drive. Da sind wir. Was hat er reingeladen? Nee, den will ich nicht. Ich will den da. Shure Riot. Klingt gut, ne? So, wir schieben es mal hin in den Amp. Na, oder okay, mal fairerweise den Cap nochmal hier hin. Aber im Vergleich, ja. Jupp. Na, ist klar, oder? Sind wir uns einig? Vorne dran. Gut. Dann kommt es ein bisschen drauf an. Flanger, also jetzt sind wir eigentlich schon in der Kategorie, egal. Ein Vibrato sollte man vielleicht auch hinter den Amp machen, also diese Lautstärkeveränderung. Ich zeig dir kurz, wenn du nicht weißt, was ich meine. Ich meine das hier. So, warum? Warum? Guck mal, was passiert, wenn ich das vor den Amp mache. Das geht jetzt in dem Fall, wenn ich es jetzt vor die Verzerrung mache. Das ist wichtiger. So, der Effekt ist ja, es soll lauter und leiser werden. Ja? Um diesen Stotter-Effekt so ein bisschen zu machen. Ja? Wenn du das vor die Verzerrung machst, wird einfach nur die Verzerrung weniger und mehr. Es hat auch noch einen leichten Stotter-Effekt, aber es geht halt eher auf die Verzerrung als auf die Lautstärke und deswegen ist es ungünstig. So. Dann ein Leslie-Effekt sollte natürlich auch, wenn du sowas überhaupt benutzt, jetzt kommen wir schon in ein Spezialgebilde rein, ja. Also ein Leslie-Effekt, wo ist er? Rotary nennt sich das, der sollte auch bitte hinter den Amp. Du musst ja auch mal überlegen, was simuliert der? Simuliert diesen Lautsprecher, ne? Lautsprecher, diesen Leslie, der dieses Ding Rohr hat, was oben sich bewegt, ja. Natürlich kommt der hinter den Amp, ja. Im Prinzip ist es ein Ersatz für das Cap eigentlich. Also eigentlich müsste er sogar fast hinter das Cap. Ja? Aber hinter den Amp reicht, dann hast du diesen Effekt. Okay. So, und jetzt sind wir bei denen, wo man sagt, ist Geschmackssache oder situationsabhängig. Wir machen mal ein Beispiel. Chorus. Ja? Ich finde, Chorus klingt geil. Ich mache es sogar hinter den Cap, weil dann ist er Stereo. Ja? Wenn es vor dem Cap ist, ist es nicht Stereo, beziehungsweise nur mit Tricks zu erreichen. In dem Gerät jetzt hier. Drive aus. Jetzt mache ich hier auch mal einen schönen Stereo-Chorus. Nehmen wir mal den Dimension von Boss. Also simuliert von einem Dimension von Boss. Okay, eigentlich auch noch vor das Delay, wobei das eigentlich ziemlich wurscht ist. Ja, das ist hinten dran und das hier ist vorne dran. Ist filigran, ne? Deswegen sage ich auch, ist Geschmackssache. Aber ein Stereo-Chorus würde ich so machen, dass der auch Stereo ausspielen kann. Ne? Also, dass der nicht auf einem Cap geht, was Mono ist. Ne? Wenn es ein 1x12er ist, jetzt ist es halt Mono. So, Flanger bei einem Van Halen-Sound vorne dran, manchmal auch hinten dran. Und da ist halt die Frage, da muss man es ausprobieren. Und da ist die Sache nicht mehr so klar. Wenn du eine generelle
Bauanleitung willst, um einfach mal schon grundsätzlich nichts falsch zu machen, den Reverb immer an die letztmögliche Position. Also in den Einschlafweg, kurz bevor es wieder in den Return geht, in die Endstufe. Reverb immer als allerletztes. Davor das Delay. Davor den Chorus und das kommt in den Einschlafweg. Ja? Manchmal hat man auch Phaser oder das Vibrato auch drin. Ja? Das sind alles so Spezialanwendungen. So. Von der Gitarre raus gehst du zuerst in den Treble Booster oder Fasspedal, Kompressor oder Drive. Das ist immer das, was als erstes kommt. Und klar, wenn du jetzt True Bypass Pedale hast, in echt, ja, dann ist es egal. Ja? Wenn es True Bypass ist, kann der Fass auch an zweiter Stelle stehen. Nur musst du halt dann bedenken, dass du nicht den Kompressor benutzt und dann ins Fass gehst, sondern lieber umgekehrt. Zuerst ins Fass, dann in den Kompressor rein. Gut, also es gibt so Hierarchien. Treble Booster, Fass, immer als erstes, dann Kompressor, Drive Pedale und der Rest ist eigentlich halt auch nicht mehr so wichtig. Und kann man auch mal ausprobieren. Ne? Gut, ich denke mal, dass das so ungefähr die Hauptanwendungsdinger abdeckt von diesem Thema. Wo sollen denn meine Effekte hin? Und es ist halt wirklich so, also richtig oder falsch, wie ich dir ja schon eben erzählt habe, die Edge hat einen geilen Sound, wo ein Reverb vor einem Amp ist, vor der Verzerrung sogar. Und es klingt tierisch, ja, innovativ. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch. Nur in 99% der Fälle wäre das hier, ich mach's mal nochmal, so dass du dir das merken kannst, ja. Und Tremolo auch, ja, hier. Tremolo rüber bitte. Genau, und ich mache dir hier mal einen Treble Booster hin, wobei das auch ein Drive Pedal ist, ja. Also Drive Pedal steht für Fass, Treble Booster und so weiter. Und dann manchmal vorne dran ein Kompressor, manchmal hinten dran ein Kompressor, das ist nicht so einfach. Schau den auch mal rein, den Comp, ja, hier. Deswegen manchmal so, manchmal so. Ich mach mal noch einen Drive rein, damit du siehst, manchmal ist es so, manchmal ist es so, okay. Und dann könntest du hier jetzt auch noch einen Flanger dazu machen. Hier, wo ist ein Flanger? Ja, Flange. Den würde ich eher vor den Amp machen. Ah, eins haben wir noch nicht besprochen, das sind die Pitch-Effekte. So, wenn du als Pitch-Effekt nimmst, dass du zum Beispiel tiefer oder höher stimmen willst, und dazu, ich mach mal einfach hier, ich brauch's nicht zu speichern, du siehst ja nur das Bild. Ich gehe mal auf ein Preset von mir, auf ein schönes von meinem Brot- und Butter-Pack für den FM3, beziehungsweise die anderen Geräte gehen natürlich auch. Und nehme mal an, ich habe jetzt hier ein schönes Heavy-Preset für einen Heavy-Rock-Rhythm. Und ich will mit einem Song mitspielen, der in S gestimmt ist, also ein Halbton tiefer. Dann gehe ich jetzt hier nicht hin und stimme die Gitarre um, sondern ich kann hier zum Beispiel sagen, statt dem Wah-Wah, achso, Wah-Wah auch ganz nach vorne, ja? Also ist dann manchmal in Konkurrenz mit dem Treble Booster. Erst den Treble Booster, dann ist Wah-Wah. Ja, aber Wah-Wah auch ganz nach vorne. Wobei es da auch Leute gibt, die waren sind einschlafweg. Das ist wieder so, aber eigentlich eher vor dem Amp, ja? Gut, nee, kein Wah-Wah. Wir wollten einen Pitch. 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 Wo ist der Pitch? Da. Und wenn ich damit jetzt praktisch verstimme, das geht hier zum Beispiel mit dem Virtual Capo, dazu muss ich kurz den Sound abspeichern. Ne, das ist ganz normal gestimmt und jetzt mache ich das Mikro aus und du hörst einen Halbton tiefer gestimmt. Oder zwei tiefer gestimmt. Irgendwie ist meine Hand heute lahm, ich weiß auch nicht, was da los ist. Oder sogar vier tiefer gestimmt, auf C, ne? Das muss komplett nach vorne, ja? Also vor die Verzerrung. Und der Pitch-Shifter kann auch besser tracken, wenn er vorne ist, statt hinten mit dem ganzen Verzerrkram, ja? Der trackt ja anhand von sogenannten Formanten. Und das kann er besser, wenn er möglichst weit vorne ist. Gut, hier kannst du sagen, ich schicke das hier hinten hin, ja? Und er soll mir aber das Detekten bitte hier ein Input 1. Das geht hier zum Beispiel, aber das geht jetzt nicht in jedem Gerät, ja? So, wenn du jetzt hingegen allerdings Pitch benutzt, um zum Beispiel einen Harmonizer zu machen, also um, wo ist es denn hier? Nicht Quad, Dual Diatonic hier, ja? Und habe hier zum Beispiel in A-Dur spiele ich und eine Terz hoch und eine Terz runter, ja? Sowas. A-Dur.
dann willst du das hinter die Verzerrung haben und nicht vor die Verzerrung, dann klingt es nämlich so. Das heißt, beim Pitch-Effekt kommt es halt darauf an, was du machen willst. Und zur Not gilt, ausprobieren. Ja? Nur, also Reverb, Delay immer in den Einschlagweg hinter die Verzerrung und Drive-Pedale, Treble-Booster, Kompressoren vor die Verzerrung. Inhalt 99% der Fälle. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Folg mir doch auf Instagram @bandkills. Und ich sag dir vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du dich interessierst für ein FM9, FM3, Exafix 3 oder vielleicht sogar schon eins hast, kann ich dir nur wärmstens meinen Kurs ans Herz legen. Den Link findest du hier unten natürlich. Ja, und abonnieren, Glöckchen drücken und so weiter nicht vergessen. Mach's gut, bis dann und tschüss.